Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute richtig leckere Bierhaxen vom Drehspieß. Und wenn du wissen möchtest, wie man die macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und während die Kohlen so durchglühen, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. Denn es gibt natürlich so eins, zwei Sachen zu tun und ich habe als erstes mal zwei Haxen, die sind gepökelt und die habe ich beim Metzger meines Vertrauens bestellt, nämlich beim Dirk Ludwig. Und frag du einfach mal deinen Metzger, ob er dir solche leckeren Haxen besorgen kann oder machen kann oder wie auch immer. Und dann wird einfach die Schwarte eingeschnitten. Dafür einfach kreuzförmig, rautenförmig die Schwarte obendrauf einschneiden. Nimm dafür am besten ein scharfes Messer. Kleiner Tipp, da geht auch ein Cuttermesser zum Beispiel, wenn du kein richtig scharfes Messer hast. Und dann wird die Schwarte gesalzen. Jetzt ist das natürlich schon gepökelt, aber so ein bisschen Salz extra auf der Schwarte, das schadet nicht. Das, was du hier siehst, das ist Majoran. Und ich finde, das macht so ein richtig leckeres Aroma. Und zusammen mit dem Pfeffer und dem Gepökel, also dem Salz quasi, wird da eine richtig leckere Geschichte draus. Das Ganze jetzt aufzuspießen, das ist so ein bisschen tricky. Da musst du dich so ein bisschen ranarbeiten und so ein bisschen hin und her probieren, auch wegen dem Knochen. Aber das wird dir gelingen. Da bin ich relativ überzeugt von. Und anschließend wird das Ganze noch auf jeden Fall mit den passenden Drehspießen gesichert, sodass dann eben diese Haxen nicht vom Drehspieß runterfallen können. Und jetzt kommt das Geheimnis. Denn das Geheimnis ist, dass unsere Haxen über so einem Biersud gekocht werden und wir das immer wieder mit dem Bier einstreichen bzw. das darüber laufen lassen und so kommt da ein wunderbares Ergebnis und ein richtig leckeres Aroma an diese Haxen. Und da brauchst du als erstes mal Wurzelgemüse. Ich habe hier jetzt Karotten und eine Pastinake. Jetzt habe ich die Pastinake nicht extra gekauft, sondern es gibt im Supermarkt immer solche Päckchen, da steht Suppengemüse drauf und da ist meistens genau alles drin, was du an Wurzelgemüse brauchst. Entweder ist da Pastinake drin oder da kann auch Sellerie drin sein oder was auch immer. Und es kommt jetzt auch wirklich nicht drauf an. Hauptsache, du hast ordentlich Wurzelgemüse, was unten in diese Schale mit rein kann. Denn das gibt hinterher den Geschmack an diesen Sud ab und es wird eine unglaublich leckere Geschichte. Und jetzt schneidest du einfach das Gemüse, schälst du erst und dann schneidest du es in mundgerechte kleine Stücke, weil selbstverständlich kannst du das Gemüse hinterher auch essen, das schwimmt ja in diesem salzigen Fett zusammen mit dem Bier, das ist nochmal eigentlich ein Rezept wert quasi und ist eine richtig einfache Beilage direkt dazu, aber eigentlich ist der Hauptgrund, dass eben dieser Sud damit aromatisiert wird. Und das hier, das ist die echte und die einzig wahre Zwiebelliebe. Und ich habe mir gedacht, wir haben es schon länger nicht gesehen hier auf dem Kanal, wie man eine rote Zwiebel schneidet. Und diese rote Zwiebel, die wird als erstes oben und unten eingeschnitten, dann wird die Haut entfernt und dann schneidest du von oben nach unten und dann quer, sodass du feine Zwiebelwürfelchen bekommst. Und das hier, das ist der Kanal mit der echten und der einzigen Zwiebelliebe. Und wenn du Teil der Zwiebelarmee werden möchtest, dann schreib gerne unten Hashtag Zwiebelliebe in die Kommentare. Damit hilfst du dem Kanal und der Community, um zu wachsen und um sich zu vergrößern. Vielen, vielen Dank an alle, die da mitmachen. Und nach der Zwiebel ist vor dem Knoblauch, sage ich immer. Den musst du aber nur schälen, denn der kommt gleich einfach so mit in den Sud. Und das war's dann auch schon mit der Schnibbelei. Denn jetzt können wir endlich am Grill weitermachen. Unsere Kohle, die ist mittlerweile durchgeglüht, beziehungsweise die Briketts. Und die teilst du jetzt einfach links und rechts auf die Kohlekörbe, beziehungsweise bei einem Gasgrill machst du einfach links und rechts die Brenner an. Wir brauchen eine Temperatur von 160 bis 180 Grad. Dann habe ich eine Schale von einem großen schwedischen Möbelhaus unten reingepackt. Das ist die mittlere Größe. Und jetzt kommen die Haxen auf dem Drehspieß zwischen die Kohlekörbe und wir lassen das Ganze vor sich hindrehen, ja? Den Deckel, den machen wir jetzt drauf und das Gemüse, das kommt erst so nach circa einer halben Stunde mit dazu. Das brauchst du also nicht sofort machen, weil ansonsten hast du natürlich direkt am Anfang die massive Hitze und wenn das dann darauf einwirkt, dann ist es eher schlecht, weil das Gemüse dann halt eben sehr, sehr schnell dunkel wird. Deswegen erstmal eine halbe Stunde warten und dann das Gemüse unten in diese Schale reingeben. Das kannst du dann schon einmal so ein bisschen anrösten, denn das Fett, das tritt natürlich aus.
Und du kannst da unten drin, weil es so heiß ist, tatsächlich ein bisschen was anrösten. Jetzt machst du dir ein helles Bier auf und dann wird das Bier erstmal über die Haxen drüber gegossen. Also jetzt am Anfang einfach nur wie früher, ja, wer kennt das nicht, wenn der Vater hergekommen ist und der hat dann erstmal das Bier eins für in den Kopf und eins zum Ablöschen. In dem Fall benutzen wir das Bier aber natürlich mehrmals zum Ablöschen. Einfach immer zwischendurch mit der Kelle dann unten den Sud mit diesem frischen, mit dem frischen Gemüse und sowas aufnehmen und dann über die Haxen drüber geben. Und ich kann dir versprechen, das schmeckt super. Nach ungefähr 60 Minuten sollte das Ganze so aussehen. Und du siehst, diese Haxen, die sehen unglaublich gut aus. Die sind super saftig, die sind super knusprig und vor allem aber sind sie super lecker und es ist mal was absolut anderes. Du kannst es jetzt zum Beispiel auch auf einem Sandwich essen oder mit einem Stück Brot und Weißkrautsalat oder sowas. Haxen gehen ja grundsätzlich erstmal immer. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Die rote Farbe, die kommt übrigens dadurch, dass es halt gepökelte Haxen sind. Und ich lasse es mir jetzt schmecken und kann dir auf jeden Fall empfehlen, das unbedingt mal nachzumachen. Es schmeckt wirklich unglaublich gut. Und wenn du noch weitere einfache Rezepte rund um den Grill suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Denn da findest du 45 Rezepte in unter 45 Minuten. Hier hast du noch das Rezept bzw. die Zutatenliste. Und ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zuschauen. Würde mich freuen über jeglichen Daumen nach oben, über jeglichen Kommentar. Erzähl es gerne weiter, dass du diese Videos schaust. Teil sie. Ich hoffe, du bleibst mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.